Hallo und herzlich willkommen. Wie ihr seht, in der Vorschau haben wir so einen tollen Schredder. Ich habe ja mal wieder ein bisschen die Fichtenhecke beschnitten, die kann ich gerade nicht filmen, zum Nachbarn. Und hatte ich schon vor Weihnachten gemacht. Daraus ist auch unser Weihnachtsbaum entstanden. Seht mal, was das für ein schönes Teil war hier. Ja, mit ordentlichen Zapfen dran. Und das war einfach nur eine Spitze. Die Hecke ist unten schon ziemlich dick. Und ja, die bildet jedes Jahr neue Spitzen. Ein paar lasse ich stehen und dann haben wir immer einen Weihnachtsbaum. Nachbar möchte die Hecke stehen lassen, ich auch. Und deswegen haben wir so eine lange Fichtenhecke am Berg. Und reicht vollkommen aus. Also die Spitzenhöhen sind teilweise 2 bis 3 Meter. Da kann man sich meistens schon einen schönen Weihnachtsbaum aussuchen. So, Weihnachten ist vorbei. Jetzt muss er weg. Und auch die ganzen Fichten, das ganze Zeug, seht ihr mal. So, und dafür haben wir natürlich diesen tollen Schredder. Ist nichts Teures. Das ist tatsächlich wirklich einer vom Aldi. Ein leiser Häcksler. Und ich habe einen relativ teuren Häcksler von Gloria mal gehabt. Den habe ich auch noch. Das ist so ein Scheibenhäcksler. Der ist sehr laut und funktioniert nicht so super. Deswegen mit dem Teil bis jetzt super zufrieden. Wir haben schon, was weiß ich, wie viel Kubikmeter damit geschreddert oder klein gemacht. So, und jetzt will ich mal zeigen, was wir damit machen. Mit dem ganzen Schreddergut. Ich soll es vorsichtig, ist jetzt nass und matschig. Wir haben jetzt relativ feucht. Also ich nehme für die Beete, die lege ich teilweise auch. Da versuche ich kein Nadelholz zu nehmen. Ja, okay, es ist mal ein bisschen was dazwischen gekommen. Aber das meiste ist ja, Pflaume, Kirsche, alles was so anfällt und Haselnuss. Und bei der ganzen Beschneiderei, ein bisschen ist es ja manchmal immer noch zu hoch, da fallen auch immer wieder schöne Sachen an. Wie zum Beispiel, hier, guckt mal, das ist ein Haselnussstängel, ein ziemlich langer. Und hier oben, ne, haben wir zum Beispiel so eine Gabelung. Ne? Und das ist das, was unsere Vorfahren früher als Heugabel genommen haben. Die Natur bringt das, man muss es nur ein bisschen bearbeiten und schon haben wir eine Heugabel, wo wir Heu wenden können oder Heu aufnehmen können, wenn man mit der Sense geschlagen haben. Ansonsten habe ich auch noch was anderes, ziemlich hoch. Guckt mal, eine Gabelung. Diese Gabelung kann man immer noch gut nehmen. So eine Äste, die hebe ich mir natürlich auf, relativ gerade gewachsen mit solchen Gabelungen, um dann Bäume abzustützen, wie zum Beispiel der Pfirsichbaum hier mal richtig voll hängt, dann sind die Äste meistens ein bisschen dünn. Ja, also das Beet ist natürlich klar, um Humus reinzubringen. Ich habe das jetzt auch gerade hier, haben wir Äste, Restäste, die ich genommen habe, dicke, die habe ich einfach gekürzt und hier wieder als Stabilisierung reingeschlagen, was ich habe, weil dieses leichte Hochbeet, ich habe das ja nur mit den terrassiert mit diesen Ziegelsteinen und der Hang drückt natürlich. Deswegen stütze ich das ab. Ich habe ja mal ein schönes Video gemacht, Hängeterrassieren. Da hatte ich die Variante, noch andere Varianten. Und da hatte ich gerade neu die Mauer da oben gesetzt. Seht mal, jetzt ist sie schon 3 Jahre alt, glaube ich, oder 4. Müsste 3 Jahre sein. Und ja, hier wächst übrigens ein Mandelbäumchen aus dem Kern. Der ist jetzt schon 3 Jahre alt. Hier ist noch ein Pfirsichbaum, der muss noch weg. Den pflanze ich noch um. Ach so, und damit ihr wisst, guckt mal, das mache ich mit diesem Nadelschredder. Ich lege damit die Wege an, beziehungsweise tue die Wege immer wieder nachstopfen, könnte man sagen. So, hier haben wir nun, sieht ein bisschen wüst aus, klar, es ist ja auch Winter. Ich hatte das damals aufgebaut, teilweise wie ein Hochbeet, ne? Das sind Äste drunter und so weiter und das verrottet nach und nach und sackt ja ab. Jetzt muss wieder neues Material drauf. Oh, hier vorne am Rand habe ich natürlich noch ein paar Erdbeeren, sieht man jetzt kaum. Naja, und Gewürze halt, ne? Bohnenkraut, Basilikum, nicht Basilikum, Entschuldigung, Oregano. Und hier kommt bestimmt wieder bald unsere Distel, also die Artischocke. So, ich mache dann teilweise einen Flächenkompost, habe auch Erde, Äpfel mit drauf gehauen und so weiter. So, und hier oben seht ihr da die nächste Kante, die ich da gemacht habe. Das Grüne, das ist jetzt der neue Weg. Und dahinter kommt jetzt noch eine Natursteinkante. Und dann terrassiere ich das Ganze auch noch ein bisschen, damit ich da oben auch noch was nutzen kann. Jo, so kann man diesen ganzen Schredder verarbeiten und hat dann noch was davon. Und das alles natürlich ohne irgendwelche, ja, ohne was kaufen zu müssen oder Zusätze. Und das verrottet nach und nach, gerade diese Holzstückchen, und bilden so einen Dauerhumus, der sich nach und nach zersetzt und dann von den Pflanzen wieder aufgenommen werden kann. Ja, das war jetzt erstmal das Wichtigste davon. Und ja, ich habe mal das Video verlinkt, Hänge terrassieren. Und ich bringe dann mal bestimmt noch ein Video, wie das dann aussieht, wenn es fertig ist mit der neuen Kante.